Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auch mehrere Videos, je nachdem wie lange die ganze Geschichte hier dauern wird. Ich möchte euch nämlich Aboros Big Adventure vorstellen. Es ist ein Flash-Game, was man sich auch runterladen kann. Und es ist so eine kleine Hommage an viele, viele NES-Spiele. Also es ist auf jeden Fall ein Muss für Nintendo-Fans. Also ihr solltet das wirklich mal gespielt haben. Und für mich persönlich das beste Flash-Game überhaupt. Es ist so krank, so kaputt und einfach mega abgefuckt. Also was da alles so abgeht, richtig derber Scheiß. Und ich starte jetzt mal das Spiel, damit auch die Story beginnt. Ja, wie gesagt, vielleicht werden es mehrere Videos. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das alles hier so dauert. Und dann werde ich hier und da ein paar Schnitte machen und dann werden daraus 2-3 Videos. Mal gucken, je nachdem, wie es gerade passt. Vielleicht auch immer nach Levelende. Tschu, Pussy Smasher. Ja, Story, das war gerade Abobo Junior und das hier ist Abobo, sein Sohn wurde entführt und er will ihn natürlich wieder haben. Und dafür rennen wir halt durch verschiedene NES-Spiele. Und das war eigentlich alles so, was man eigentlich sagen kann. Also es wird richtig abgefuckt. So, das sind meine Controls. Pfeiltasten A und S zum Treten und Schlagen. Kombos kann ich natürlich auch machen. Unten habe ich die Energieleiste, daneben die Leben. Unten ist doch eine Rage-Leiste. Wenn die voll ist, kann ich halt eine Rage-Attacke machen. Und warum haut er schneller als ich? Du spinnst ja wohl. Stirb. Ja, das ist hier Welt 1. Ich weiß jetzt spontan nicht, wie viele Welten es gibt. Also das Spiel habe ich letztes Jahr durch den Wooly-Nerd kennengelernt. Ich glaube, der meinte so, zieh dir das mal rein, sowas Krankes hast du noch nie gesehen und ja, ich habe es wirklich von Anfang bis Ende durchgespielt. Nom 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 nom. Ah, Hilfe. Nein! Ich hätte das Kitty noch gebrauchen können. Na super. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, hab ich da Bock drauf. Schaffe ich das überhaupt so? Verdammt, stirb. Ah, sehr gut. Oben rechts kommen ab und zu nochmal Achievements. Bah, Hilfe. Und Donkey Kong schmeißt mit Fässern, die explodieren. Da dürfen wir uns natürlich nicht von treffen lassen. Ah, sehr gut, Rage Mode. Nein! Donkey Kong, du fetter, dummer Affe. So, der ist tot. Donkey Kong Jr., treten wir weg. Verpiss dich! Und weiter geht's. Ich warte nochmal mit dem Rage Mode. Komm, schmeiß dein Fass. Ah, ich mach ihn jetzt mal. Die gehen mir alle auf den Sack hier. So. Und du? Ach, Spy vs. Spy kommt auch noch. Hier, Alex. Ja, was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Also ich hätte es gerne, wo ich es zum ersten Mal gespielt habe, aufgenommen, weil ich lag heulend auf dem Boden vor Lachen, weil das ist so kaputt, was hier noch so kommen wird. Den Typen kenne ich nicht. Aronic. Es ist, ja, er wird vom Fass getroffen und ist selber ein Fass. Nein, 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 nein. Böser Bart.
Komm, verreck doch, du Penner. Oh, ja, komm, übertreib's doch. Ich hasse ihn. Oh, er explodiert. Ich glaube, wir sind auch jetzt schon gleich durch. Nom 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 nom. Ich weiß auch nicht, was Abobo darstellen soll. Das sieht so ein bisschen aus wie der Typ von den Fantastic Four, dieser... Wie heißt denn der noch? Komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine. Scheiß Gumba. So. Ich würde ja wirklich gerne nochmal irgendwie Energie auffüllen. Na komm. Ja, komm. Ach, shit, 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 shit. Der ist schon nicht einfach und das ist der erste Boss. Ich wollte gerade fragen, backt der rum oder warum steht er da die ganze Zeit? Oh ja, halt am Maul. Komm. Ich würde ihn gerne runterschubsen. Ja, mein Gott. Ich glaube nicht, dass ich den Rage-Mode vorher voll bekomme. Okay, warum steht denn der jetzt so oft rum und macht gar nichts? Das ist sehr komisch. Sonst ging er doch, glaube ich, voll ab. Oder ich meine das in Erinnerung zu haben, dass er mega abdreht. Aber jetzt steht er gerade nur doof rum. Und macht selten mal was. Außer er schießt mit seiner Pimmelkanone. Das kann doch nicht sein. Wow. Okay, also den hatte ich wirklich schwerer in Erinnerung. Naja gut, das war das erste Level, jetzt sind wir in der Fallgrube oder was auch immer. Die gute alte Spinat, damit Abobo wieder Kraft bekommt. Scheint aber abgelaufen zu sein. Eieiei. So gut. Press A. Ich sag doch, das ist super kaputt, was hier abgeht. Und das ist ja noch, keine Ahnung, das zweite Level? Ach, scheiße. Ich hasse das Vieh. Ja, Mega Man ist ja auch vertreten. Da wird man noch ein bisschen mehr zu sehen. Verdammt! Oh, ich hasse... Ey, diese Quallen. Sehr schön. Eine Geheimtür. Hiya, Bobo. I'm Annie. Thank you for saving me. Jo, jetzt können wir sie entweder fressen, schlagen, heiraten oder vollkotzen. Ich würde jetzt einen Livestream für dich abstimmen lassen. Das habe ich schon mal gesehen und die anderen beiden habe ich noch nicht ausprobiert. Und heiraten ist halt, ich denke mal, das sollte man machen. Darum, ja, heiraten wir mal die Meerjungfrau. Wow, chicka, wow, wow. Ja, jetzt sind wir Vater geworden von mehr Bobos. I beg you. Kill me. So gut. Ja, jetzt haben wir halt ein Schutzschild aus unseren Kindern. Das ist so kaputt. Ja, diese Tentakeldinger kennt man wahrscheinlich noch von den Turtles. Aua. Aber wir haben ja unsere Abobo-Kinder, von daher. Nein, wir haben ein Kind verloren. Bubble Man, du Assi. Komm her. Stirb. Nein, wir haben nur noch ein Kind. Shit. Alter. Und da ist Bubble Man. Davon geschieden. So, nochmal ein Chip-Chip fressen.
Wow, ich habe Rage Mode. Nein, nicht treffen lassen, nicht treffen. Ach, du bist so blöd, Abobo. Na komm. Ich find's auch gut, dass man hier keine Zeitangaben hat. Typhoon Time! Also den Typen da kenne ich jetzt nicht. Sagt mir gar nichts. Aber gesehen hat man den sicher schon mal. So. Jetzt kommt auch wieder ein ganz bekannter. Ich weiß jetzt nicht, von wo der kommt. Hier. Jaws. Hätte man sich eigentlich denken können, dass der Endboss in diesem Level Jaws sein wird. Komm. Und da ist er hin. Und da kommt noch ein Vieh mit einem Laser auf dem Kopf. Ein Hai mit einem Laser auf der Birne. Und er schießt Mario-Blöcke runter. Und Tetris-Steine. Ah! Scheiße! Nein! Ich find's super, dass ich noch kein Leben verloren habe. Boah, jetzt macht er wieder seine dumme Kackattacke. Ah! Verdammt! Man kann das Ganze wohl auch irgendwie mit einem Gamepad spielen, aber wie genau das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich find's schöner mit Tastatur zu spielen, weil... Ja, wenn, dann müsste man sich irgendwie einen NES-Controller holen und damit das Feeling besser ist. Ich meine, wenn man da jetzt irgendwie, ich sag mal, keine Ahnung, Xbox-Controller oder sonst was hat mit 5 Millionen Knöpfen und braucht nur 2. Ich weiß nicht. Ein NES-Controller wird das Spielgefühl viel mehr erhöhen. So, das war jetzt auch das Level. Ich habe noch einen Balken. Hammer. Ja. Weiter geht's. Urban Champion. Also, das wird hier wirklich nicht lange dauern, glaube ich. Tschu! Tschu! Ach ja, ein Bordell. Discount-Bordell. Das muss man ja noch dazu sagen. All you can fuck oder was? Da fehlt das Schild nach oben. Ah, da ist wieder dieser Alex. In der Resterampe. Stirb. Finish him. Pow! No mercy. Und es regnet Konfetti. Wie gut. Und er kann es nicht glauben. Er guckt nur dumm aus der Wäsche. Super. Willkommen in The Legend of Zelda. Auf geht's. Ja. Was, ich brauche dazu, denke ich mal, nicht großartig was sagen. Es ist teilweise mega cool, aber ein bisschen verstörend. Aber ich feiere es einfach. So, Mann. Na, die halten ein bisschen mehr auf, verdammt. Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Egal. Ja, jetzt müssen wir uns hier durch das Dungeon quälen. Aber das wird schon. Als erstes müssen wir, glaube ich, eh die Karte finden. Wie soll es auch anders sein? So, diese verdammten Viecher, ich habe sie schon immer gehasst. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht mehr, wie groß das Dungeon ist. Oder geschweige die Wege. Ah, wir haben die Karte. Wer sagt's denn? Ja. Ich denke mal, die Karte spricht für sich. Oder ich möchte nicht weiter drauf eingehen. Oh, ich hasse die Soras. Das waren sowieso die Hassgegner überhaupt in dem ersten Zelda.
Wobei diese komischen, was waren das? Hummelfiecher, Bienenviecher. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die mal weggeflogen sind und dann konnte man die nicht treffen. Wow. Verdammt, ach komm, scheiß drauf. Metroid. Pachu. Walk on water. Ja, wir haben jetzt die Leiter gefunden. Das hilft uns schon mal ein bisschen. Und ich denke mal, man kann sich denken, wo wir hin müssen, oder? Wenn man so auf die Karte guckt. Moment mal, ich will mal was gucken. Das habe ich irgendwie noch nie ausprobiert, ob es irgendwie Geheimgänge gibt oder so, weil das ist schon ein ziemlich langer Weg, den man da latschen muss. Ach, verdammt. Kann ja sein, dass es hier irgendwelche Geheimgänge gibt. Okay. Also ich mach die Viecher eigentlich auch nur tot, weil ich hoffe, dass sie irgendwelche Herzen droppen. Und außer einem Schwert hat man hier auch sonst keine Items. Also man kriegt jetzt keinen Bogen oder Bomben. Aber Scheigeister laufen hier rum. Oh, ich habe ein Herz gekriegt. Sehr schön. Was bist du denn? Töten kann ich dich nicht. Das ist doof. Aber da ist der Schlüssel. Oh boy. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. You're fat. Don't let the bad guys pop you. Oh scheiße, ich hasse es. Ich muss jetzt für 10 Sekunden vor den Viechern wegrennen. Wow. Ah! Los! 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 Stirb! 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 Gott. Hab ich voll verplant, dass es sowas auch hier noch gibt. Ja, ich lauf doch dagegen, was willst du denn? Pushy. Pushy. Oh, da unten ist ein Riss in der Wand. Der ist mir noch nie aufgefallen. Warum habe ich nicht gleich das Masterschwert bekommen? Was ist denn das? Mein Gott, verreck. Wuhu! Ich war noch nie hier drin. Geh weg. Wow. Kommt hier ein Gegner? Nicht im Ernst. Wie gut. Und jetzt? Ah, sehr, das wollte ich schon immer mal machen. Okay, das war mir jetzt auch neu. Ich sollte vielleicht ein bisschen besser gucken, was hier sonst noch so kommt. Das war jetzt echt mega gut. So, wir haben den Schlüssel und jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. La 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 la. Ach ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das wirklich so war, aber ich meine mich zu erinnern, wenn ich jetzt sterben sollte, darf ich den Dungeon nochmal machen, obwohl ich ja noch 4 Leben habe. Heißt also, ich darf nicht sterben. Das ist halt mega Zelda-like. La la la. Deswegen, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich da jetzt irgendwie ein paar Herzen bekomme. Boah! Hilfe! So, und du auch nochmal. Ich glaube, wir müssen oben lang. Oh, der Kompass. Hier, genau, diese Scheißviecher meinte ich. Oh Mann. Ich hasse sie, ich hasse sie. Stirb, stirb. Nein.
Nein! Ey Gott, ich kacke hier mal voll ab. Was ist denn das? Ach, leck mich doch am Arsch. Wo ist denn der Stein, wo ich hier durchkomme? So, wir vergessen die Viecher jetzt einfach mal. Aua, ich habe keinen Schlüssel. Ah! War es doch nicht der richtige Weg? Oh, ich habe Herz bekommen. Huhu. Noch ein Herz. Okay, jetzt bleibe ich doch noch ein bisschen hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Viecher halt was droppen. Oder auch nicht. Doch, ein Herz. Läuft. Ah, okay, der Kompass da vorne. Ja, wie hätte es anders sein sollen? An der Spitze ist der Endboss. The Old Man Hates Beef. Ja, den alten Mann, den kennt ihr eigentlich. Der steht normalerweise hier. Oh. Kill the Messenger. Auch gut. Shy Guys. Haben die gerade 3 Hits ausgehalten? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Idiot. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Jetzt regnet es aber auch Herzen hier. Ich brauche sie halt. Gerade für den Endboss. Boah, ich habe diese Spinnenviecher gehasst. Weil ich keinen Bumerang habe oder eine Pfeil im Bogen. Und nicht ein Herz. Das ist... Wow. Ne, da könnt ihr mich mit jagen. Die Soras, die hau ich jetzt nicht nochmal kaputt. Ah, lalala. Ich renne auch immer mitten rein in die Gegner. Das ist doch bescheuert. So, was suchen wir überhaupt? Ach ja, einen Schlüssel. Und den ganzen Weg wieder zurück. Schieß. Sehr schön, sehr schön. So, dann wird das wahrscheinlich, je nachdem wie lange ich jetzt für den Boss brauche, auch der erste Part gewesen sein. Oder die erste Folge. Rot in hell, Abobo. Mega gut. Okay, also ich hoffe, ich verkack's nicht mit dem Endboss. Das wäre ziemlich ärgerlich. Das scheiß Vieh. Ich denke mal, das kennt man doch auch noch. Shit. Muss ich den besiegen? Ich glaube eher nicht. Ich hau mal lieber ab. Nein! Idiot! Nein! Nein!